Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 4 und unserer 100 Baby Challenge mit Beth Miller. Ja, mittlerweile einer wunderschönen schwangeren Frau. Wir haben es ja endlich mal geschafft. Ich bin hin und weg, ne? Und ja, Beth hat seitdem nur noch Hunger und wir sind in unserem exorbitant großen Haus unterwegs. Und ja, was alles mal so neu ist, also neue alte Sachen sind, dass diese Stereoanlage des Öfteren mal den Geist aufgibt und die große Liebe von Beth der Fernseher ist. Aber sonst ist hier alles wie immer, ne? So, dann gehen wir doch mal gleich zu Beth, die ist nämlich gleich mit Futtern fertig. Uns Spaß und Energie fehlen mal wieder. Bisschen ungünstig, aber sollten wir hinkriegen, sobald sie dann mal hier aufgegessen hat. Okay, sie bringt den Teller weg. Wie sieht denn unser Garten aus? Wir versuchen unsere Haushaltskasse so ein bisschen mit Gärtnerei zu aufzubessern. So, so wird, glaube ich, ein Satz drauf. Ja, funktioniert semi-gut. Wir müssen nämlich ab und zu hier auch nochmal gucken, dass wir irgendwelche Sachen ausgegraben bekommen oder ernten, die wir dann verkaufen können. So, hier ist auch noch der tolle Apfelbaum. Ich weiß gar nicht, hier, das können wir auch noch ernten. Noch sind wir nämlich nicht so erschöpft, dass das nicht funktionieren sollte. Und unser Baby sollte bald auf die Welt kommen. Das wird bestimmt auch nochmal ganz spannend. Wir brauchen nämlich auch Geld, um das Kinderzimmer einzurichten. Ne? Das könnte nochmal ein bisschen schwieriger werden, aber das kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. So, und wir brauchen jetzt nicht nur Spaß, sondern auch Energie. Wir könnten ja rein theoretisch hier mal tanzen gehen, weil wir haben immer die Stereoanlage laufen und tanzen da niemals zu. Hm, wo bleiben wir? Okay, wir könnten ja auch nicht die Tür nehmen, die extra nach da führt. Achso, nein, wir haben ja die Hecke drumherum gebaut, damit die Kinder sicher spielen können. Ich erinnere mich. So, ich mache mal die Zeit ein bisschen schneller. Aber immerhin geht Spaß ein bisschen hoch. Nicht viel, aber ein bisschen. So, gehen wir von alleine, wenn wir zu müde sind zum Tanzen? Ich weiß es gar nicht. Ich lasse sie aber trotzdem mal weiter tanzen. Okay, reicht. Ab ins Bett. Ach, herrje. Ja, ich war jetzt die letzten Tage sehr viel mit Organisatorischem beschäftigt, deswegen bin ich auch gerade noch ein bisschen durch den Wind. Oh mein Gott. Warum steht sie auf? Blase. Okay, wir müssen ganz dringend auf Toilette. Ich dachte jetzt schon, jetzt ist es soweit, aber sie muss erstmal nur auf Toilette. Okay, dann legen wir uns da gleich nach wieder schlafen, damit wir ausgeruht sind. Perfekt. Ja, Bob, ich erzähle gerade. So. jedenfalls war ich sehr viel mit Organisatorischem beschäftigt, weswegen jetzt die 100 Baby Challenge wieder kurz pausiert wurde und alles andere auch. Wieso ist das da immer noch angezeigt? Hallo? Warum ist das da? Achso, jetzt ist es weg. Gott sei Dank. Das war ja auch ein bisschen blöd. Und ja, ich nehme das gerade hier, also wenn ihr das jetzt seht, also an dem Tag, wo es rauskommt, nehme ich das gestern auf, also am Donnerstag. Und ja, bin deswegen etwas durch den Wind, weil ich gerade noch so viel zu tun hatte. Aber ich dachte mir, boah, jetzt Freitag kann ich schon wieder nichts kommen, deswegen muss ich jetzt noch was aufnehmen. Ach nee, ja, also bin ich ein bisschen hibbelig. Gut, jetzt ist die Energie gleich voll. Ach, mir, ich habe gerade voll das Gefühl, ich habe das voll verlernt, ne? Oh, jetzt müssen wir schon wieder pinkeln. Aber im Prinzip kann man ja da nicht so viel verlernen. Ich meine, ich habe gerade so das Gefühl, mein Commentary ist einfach voll schlecht. Aber ist okay. So, Hunger. Öffnen. Okay, jetzt haben wir schon wieder verdorbenes Essen. Ich nehme aber an, dass es der leere Teller ist. So, und das verkaufen wir jetzt mal alles. Damit wir ein bisschen Money in the Tash haben. Ups. So, schick. Dann sieht unsere Haushaltskasse schon ein bisschen besser aus. Und wir haben jetzt vom Prinzip her nur noch Hunger. Und dann sind unsere Bedürfnisse mal ganz okay. Aber ich wette, wir müssen gleich schon wieder pinkeln. Ich ahne es einfach. So, aufgegessen haben wir auch schon wieder gleich. Und einen vollen Magen immer noch nicht. Ja. Hä, wieso? Ist es auch schon wieder leer? Ach, sehr ätzend. So, okay, wir haben nichts mehr. Dann sollten wir vielleicht mal was kochen. Komm, wir machen jetzt einfach mal Tortillas mit Soße. Weil ich jetzt irgendwie mal was machen möchte, was wir noch nicht hatten. Also es ist bei vier immer das Gleiche. So, wir kochen mehr oder weniger fleißig. Ah, cool, das muss man nur so machen. Das muss man nicht irgendwie noch backen oder so. Ich esse keine Tortillas, ich habe keine Ahnung. Hätte ich jetzt auch irgendwie mal dran denken können, dass nicht alles mit dem Ofen funktioniert. So, okay, es ist aber auch nicht besonders sättigend. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Tortillas sind. Bisschen peinlich, aber ist okay. Nee, ich bin immer sehr beschränkt auf so Sachen wie Fischstäbchen und Pommes und sowas. Das kenne ich. Ja, das ist voll schlimm. Wenn ihr auszieht und kein Interesse am Kochen habt, ihr werdet verhungern, wenn es keine Tiefkühlware gibt. Ich verrate euch das nur, ne?
Weil bei meinen Eltern gab es immer schön was zu essen und gekocht und deswegen fahre ich heute noch so gerne hin, da gibt es immer was zu essen. Ohne meine Eltern würde ich verhungern. So, das können wir auch mal weglegen. So, wir haben sogar einen Geschirrspüler repariert, wir sind einfach total cool. Ihr meintet auch, wir sollen uns nicht weiter mit Bob beschäftigen, sondern uns an weitere Sims ranmachen. Ich weiß gar nicht mehr, was mit ihm war, aber wir können uns da auf jeden Fall mal freundlich vorstellen. Ja, weil das sonst eine ziemliche Zeitverschwendung ist, wenn wir das nicht tun würden. Weil den anderen haben wir ja schon. Wisst ihr, was ich meine? Also, klar wisst ihr das, weil, naja, Achso, er macht da... Ich dachte gerade, das ist ein riesiger Biber. Der hat so mit seinem Schwanz wackeln. Wie nennt man das bei einem Biber? So ein Schwanz, oder? Ist das nichts anderes, oder? Paddel? Ist das eher ein Paddel? Ich habe keine Ahnung. So, okay, wir reden mit ihm. Wir können ja mal ihm den Tag verschönern. Und wer ist noch dabei? Vivian. Und wie heißt du überhaupt, Mitchell? kann man nach dem Tag fragen. Nö, nach Karriere meinetwegen auch. Wir dürfen ja keine haben hier. Okay, wir arbeiten, also er arbeitet bei Hans Mampf. Warum reden wir denn jetzt mit ihr? Ich will doch gar nicht mit ihr reden, ich will mit ihm reden. Oh Gott, die Wehen haben eingesetzt. Oh, Bev platzt vor Freude, ihren Nachwuchs zu sehen. Ja, das mit dem Platzen kommt ja gut, ne? So, Putz war das ja interessant. Ja komm, lass mal Baby im Krankenhaus was mitmachen. Ja komm, wir gehen mit. Ach, Bob nehmen wir auch noch mit, wir sind nicht so. Alter, das ging ja jetzt schnell, ne? Ich habe voll vergessen, dass man das Baby im Krankenhaus bekommen kann. Ja, ich sag ja, ich bin heute ein bisschen verplant, tut mir leid. So. Okay, jetzt müssen wir irgendwo hinwandern. Wir haben schon mal ein Baby im Krankenhaus gekriegt, das war bei den Wilkinsons. Patient behandeln, müssen wir uns anmelden? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich will hier gar nichts kaufen. Ich will mal fragen, okay, wir melden uns einfach mal an. Ach, ich bin so unwissend. Das rächt sich manchmal, wenn man nicht so viel spielt. Oder spielen konnte, besser gesagt. So, halli, hallo, hallöle. Wir würden uns hier gerne einmal anmelden und so. Ah ja, genau. Achso, scheint also ziemlich offensichtlich zu sein. Gott, wir sind aber auch rund. Und nu? Bob, wo bist du eigentlich? Oh. Sag nicht, das ist unsere Ärztin oder so. Das fände ich ein bisschen außerirdisch. Ja gut. So, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt irgendwo hin? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal die Quatsch, das mache ich mal runter. Okay, das ist einfach nur ein Bett und das ist kein Laufband. Okay, man kann hier Medizincheck machen. Und wir sind selber ja Patient und sollen keinen behandeln. Wo ist denn Bob jetzt eigentlich? Und wer ist sie? Keine Ahnung. Okay, ich gehe jetzt einfach mal wieder hier auf. Okay, wir können gar nichts mehr machen. Wir sind jetzt einfach nur noch hier am Jammern, weil wir Patient sind und... Achso, ah, okay. Warum ruft er uns jetzt an? Nein, wir wollen uns jetzt nicht verabreden, Alter. Du bist gerade mit uns ins Krankenhaus gekommen und wieder gegangen. Total der schlechte Vater. Total traurig. So, wir gehen mal hier eine Etage tiefer und schauen mal, was mit Beth so ver... Okay. Gott, ich hab mich gerade voll erschrocken. Anu? Hallo? 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 Es piept nur so vor sich hin. Warum piept es nur so vor sich hin? Wow! Herzlichen Glückwunsch, das ist dein Mädchen! Dum, 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 dum. Geburt, Leben, das Universum und alles warten. Es wird ein langer Weg, Kind. Oh mein Gott. Beth hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du sie nennen? Also, ich habe mir da schon was überlegt, damit wir nicht vergessen, wie unsere Kinder heißen, nenne ich das Kind 1. Ich dachte, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, weil so bringen wir die alle nicht durcheinander. Und das ist doch eigentlich ganz nett. Wir können es auch 2-3 Viertel nennen oder so, wenn es dann später schwierig wird und wir nicht bis 10 gehen wollen, das ist alles kein Problem. Aber ich fand jetzt 1 eigentlich
Okay, wir können ja noch einen Namen hinterschreiben. Okay, eins heißt, wartet, wo sind eure Namensvorschläge? Die stehen hier bei mir an der Pinnwand. Ah, da. Eins heißt jetzt Nina. Herzlichen Glückwunsch, Nina. So, das ist eins. Ich meine, man hätte das jetzt auch ausschreiben können, aber ach, eins versteht sich einfach schneller. So, wir stehen wieder auf und haben ein Baby. Hallo, kleines Baby. Wie süß. Unser erstes Baby. Jumpt sie da erstmal los. Das Krankenhaus ist gruselig. Erst behandeln sein, ewig nicht. Und dann kommen die Außerirdischen. So, wir können ja eigentlich wieder nach Hause, ne? Nach Hause, nach Hause, nach Hause. So, okay, wir gehen wieder nach Hause. Sehr gut. Ja, das nächste Mal machen wir uns vielleicht nicht mal die Mühe, ins Krankenhaus zu gehen. Die sind da sowieso alle verrückt. Dann kriegen wir unser wunderschönes Baby einfach mit nach Hause. So, wir brauchen aber immer noch ein Zimmer, was ein bisschen kompliziert wird, wenn das Kind ein bisschen älter wird. Ach ja. Ah, unsere Pflanzen brauchen Wasser. Wir haben auch einfach so einen schönen Kittel an. Damit lässt sich, glaube ich, einfach voll geil Blumen gießen. So, wir können auch mal die Wände ein bisschen runter machen. So, Radio ist an. Wo ist unser Kind? 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 Ah, Kind steht gleich neben dem Bett. Das ist äußerst praktisch, nur nicht besonders zweckdienlich. Vielleicht sollten wir das einfach mal woanders hinstellen. So, Kind, du kommst jetzt mal hier rüber. So, bist der Mittelpunkt. Und ganz allein in einem Raum. So, aber die Pflänzchen waren vor dir da. Du musst jetzt mal warten, bitte. Ich bin so herzlos, es tut mir leid. Aber ganz ehrlich, die 100-Baby-Challenge ist für mich auch so eine echt teilweise herzlose Challenge. Weil so viele Kinder von so vielen Leuten, die teilweise verheiratet sind oder die man danach nicht mehr mit dem Arsch anguckt, das ist einfach total gemein. So, unser Baby schläft jetzt, dann brauchen wir da auch eigentlich gar nicht so viel weitermachen. Wir können uns höchstens mal umziehen. Was können wir denn anziehen? Ach cool, die Übersicht ist neu, ne? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Nice. Mag ich. So, was ziehen wir denn an vor Schreck? Ja, wir könnten ja eigentlich auch mal ein neues Outfit zugestehen. Ja, komm, lass mal was planen hier. Weil das ging schnell. Ja, ist jetzt auch irgendwie schon ein bisschen länger her, dass wir die gute Beth erstellt haben. Da können wir auch mal ein neues Outfit gönnen. Ja, hallo und wunderschönen guten Tag. Alltagskleidung. Machen wir mal Alltag Nummer 3 und schauen mal, was wir hier so Tolles haben. Weil hier werden schon wieder neue Sachen angezeigt. Ach, hier eine ganze Menge neuer Sachen. Kommt es von welche Erweiterung ist denn das? Hä? Aber das sind doch gar keine neuen Sachen. Jetzt bin ich verwirrt. Das hatten wir doch schon vorher. Also, da habe ich mir das hier auf dem PC noch nicht angeguckt. Ich weiß es auch nicht, ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, weil ich das auf dem PC noch nicht angeguckt habe, sagt er mir jetzt, dass das neu ist. Aber irgendwas ist tatsächlich neu. Hier, das Gartenbummel ist neu. Das habe ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut. So, okay. Ich sag ja, ich bin verwirrt. Was haben wir hier noch? Ja, nett, ne? Kann man mal machen. Wir sind jetzt auch in den gesamten Outfits drin, ne? Das sieht ja süß aus. Das ist ja drollig. Oder? Das sieht voll niedlich aus. Verschick. Gefällt mir. So, was haben wir hier? Oh, das ist ja auch süß. Habe ich so auch noch gar nicht gesehen. War allerdings bei Gaumenfreunden dabei. Ich bin einfach nicht up to date. Das ist aber auch nett. Das sieht alles voll süß aus. Aber ich bin einfach nicht so der Kleidertyp. Deswegen tragen meine Sims irgendwie auch so selten Kleider in der Alltagskleidung. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja gut, was haben wir hier noch? Ja, müsste ich einfach mal alles durchblättern, damit das verschwindet. Das sieht aber auch irgendwie voll elegant aus, ne? Also das Kleid meine ich jetzt nicht, die Schuhe dazu oder so. Die sehen natürlich weniger elegant aus, jedenfalls zu diesem Outfit. Was sind das für Schuhe? Okay. Ah, das sind Schuhe von, wie heißt denn das? Erweiterungspack steht auch nicht da. Zeit für Freunde, so rum. Ich finde Freunde ein. Also was ein bisschen Höheres wäre ja für dieses Kleid gar nicht mal so übel. Ja.
nee, ich hätte ja schon gerne schwarz, aber hier in diesem Sphere gibt es einfach kein richtig schönes Schwarz. Das ist total bedauerlich. Die Roten gehen so halbwegs, aber da würde ich doch eher die nehmen, glaube ich. Eigentlich würde ich das Outfit lieber irgendwie für was anderes geben. Ich mag das gerade irgendwie. Das geben wir jetzt. Punkt, fertig, aus. Ich finde das gerade schön. Weil ich bin momentan so voll auf dem elegant sein wollen Trip. Ich kann das zwar null umsetzen, aber ich finde es schön an anderen. Ja, also kriegt Beth das jetzt mal angezogen. Beth, zieh dich doch mal bitte nochmal um. Das da bitte. Ja, schick. Super elegant. Mag ich. Ist mal was anderes. Wir haben was Neues und, oh, wir können graben. Dann können wir demnächst noch mal was anderes anziehen. So, können wir denn unser Grundstück verlassen, ohne dass es irgendwie... Ja, okay, gut. Bei Sims 3, glaube ich, wäre uns schon wieder hier... Du kannst dein Kind nicht alleine lassen, ins Gesicht gesprungen. Ja gut, was machen wir jetzt? Wir könnten ein Bild malen, solange unser kleines Baby schläft. Nach Vorlage malen. Okay, machen wir mal das. Wir mal gucken, was dabei rumkommt. Wah. Ah, okay, wir können jetzt ein Foto machen. Okay, das geht nur nach oben. Wir können auch wirklich nur ein Bild nehmen, was von der Staffelei aus sichtbar ist. Das ist ja traurig. So, jetzt habe ich ein bisschen weggezoomt, aber wir kommen auch nur hoch und runter. Ich kann mich sonst nicht weiter bewegen. Nee, gar nicht. Das ist ja ätzend. So, jetzt steht das Bild fest. Ist ja super. Ja, wir haben leider gerade nicht so den hübschesten Ausblick. Wir brauchen hier was Schöneres. Dann malen wir jetzt einfach mal den Busch hier. Ist besser als nichts. So, ah, unser kleines Baby ist wach. Wir müssen wieder aufhören. Oh mein Gott, Baby! Ja, hör mal auf jetzt. Wir kommen schon. Wir können einfach mal füttern. So, Flasche in den Hals. Und dann kannst du mal eine Runde schlürfen. Yay, sehr gut. Schaukeln können wir natürlich auch. Warum rennen wir immer gleich weg? Likosen. Hüpfen? Was ist denn Hüpfen? Zeig uns mal, was Hüpfen ist. So, wie hüpfen wir jetzt? Okay, das ist so einfach nur so ein bisschen schütteln, das Hüpfen. Okay, wir können auch mal die Grimasse schneiden. Vielleicht ist das süß. Mhm. Ja, voll niedlich. So, ja, gut. Aber ich würde sagen, für die Folge ist jetzt aber auch schon erstmal wieder Schluss. Boah, was haben wir geschafft? Oh Gott, voll verplant. Wir haben auf jeden Fall unser Baby bekommen, haben unsere Haushaltskasse etwas aufbessern können. Und ja, werden in der nächsten Folge einfach an unserem Gemälde weitermalen, uns erstmal um unser Kind kümmern, weil ich bin mit der Mutterrolle etwas überfordert. Weil Sims 4 war ich bis jetzt nur einmal, glaube ich, Mutter eines Babys, oder? Haben wir bei den Wilkinsons, haben wir zwei Kinder gekriegt. So, ja gut, das eine im Krankenhaus, das andere nicht. Aber es ist schwierig, meine lieben Freunde, wenn man es nicht gewohnt ist. Also schreibt gerne Tipps in die Kommentare, wenn ihr noch was loswerden möchtet. Und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye!